Im Fußball geht es, oder allgemein im Sport, geht es um Entzündungen. Ja? Also es gibt Entzündungen, die jeder Mensch im Körper hat, der eine mehr, der andere weniger. Und da gilt es einfach, diese Flamme ganz flach zu halten oder beziehungsweise sogar zu löschen. Herzlich willkommen, Giuseppe Iofida. Freut mich sehr, dass wir es heute geschafft haben, uns zusammenzusetzen zu einem ganz, ganz wichtigen Thema im Fußball, und zwar zum Thema Ernährung. Wir bekommen da natürlich sehr, sehr viele Fragen, haben uns auch schon ein Stück weit mit dem Thema beschäftigt, aber ich bin froh, dass wir dich heute als absoluten Experten in dem Fachbereich hier bei uns haben dürfen. Vielleicht vorab, wir werden das Ganze in zwei Teile aufteilen. Der erste Teil wird bei uns auf dem YouTube-Kanal bzw. auf unseren Channels ausgestrahlt, und für den zweiten Teil gehen wir dann auf deinen Kanal über. Genau, zum Start würde ich vorschlagen, sagst du ganz kurz, wer du bist, was du gemacht hast, und ja, dann wissen auch alle Zuschauer, mit wem wir es hier zu tun haben. Ja, hallo, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank, Nino, für die Einladung hier. Ich freue mich da unheimlich drauf, auf das Gespräch, vor allem, weil wir auch uns ja schon einige Jahre kennen. Wir haben ja einige Zeit auch verbracht in Kaiserau bei der A-Lizenz, auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt, und haben da auch einige, ja, haben uns angefreundet, und wir sind ja auch ein bisschen Trainerkollegen gewesen einige Zeit, ich glaube 2 Jahre jetzt. Du warst Trainer, ich war Trainer, wir haben dann ständig auch immer uns ausgetauscht. Deswegen ist es für mich auch ein Treffen von Freunden, und für mich ist natürlich klar, dass ich dich da unterstütze, hier einige wichtige Informationen euren Publikum auch mitzugeben. Ja, bei dem Thema, das einfach in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken ist. Ja, also das ist einfach im Jahr 2023 nicht nur im Profibereich, das dürfen wir nicht vergessen, sondern auch im hohen Amateurbereich schon ein Thema. Genau, also ich bin 41 Jahre jung, da lege ich Wert drauf. Habe 4 Kinder. Der Luca ist jetzt 18 geworden, und Aurora ist 8, Salvatore 4 und Aurelio wird 2 im Mai. Und genau, bin seit 18 Jahren Ernährungsberater, davon über 13 Jahre hauptberuflich. Ist natürlich auch interessant zu wissen, dass du natürlich selber eine fußballerische Vergangenheit hast, ja, auf einem relativ hohen Niveau. Und natürlich hast du ja schon gesagt, dass du auch die A-Lizenz hast und jetzt auch als Trainer aktiv bist. Das heißt, du sprichst nicht nur aus der Theorie, sondern auch aus der Praxis, sowohl aus der Brille des Spielers als auch aus der Brille des Trainers. Meine Frau sagt immer, wenn man dir die Pulsadern aufschneidet, dann kommt da kein Blut raus, sondern Bälle. Also das ist schon eine sehr, sehr tolle Kombination. Also ich liebe den Fußball, ich liebe diesen Sport und liebe natürlich auch meinen Beruf. Und habe da ganz früher, also ich habe in der Oberliga gespielt, Oberliga Baden-Württemberg ein paar Jahre, in der Verbandsliga auch. Und das war damals einfach so, da gab es noch keine dritte Liga, da gab es eine zweigleisige Regionalliga, und das war damals sehr, sehr, eine sehr, sehr hochwertige Oberliga. Da habe ich meine Erfahrungen sammeln dürfen und habe dann auch aus diesem Fußball heraus mir gedacht, hey, pass auf, ich möchte da irgendwas machen, was im Bezug zum Fußball hat. Ja, und so ist es ein bisschen erst nebenberuflich entstanden, und es hat sich dann ziemlich schnell auch entwickelt zu meiner Hauptberuflichkeit, wo ich jetzt seit einigen Jahren davon lebe. Ja, sehr, sehr interessant. Ich finde es auch immer wichtig, dass man nicht nur von dem, was man so aus Büchern kennt, spricht, sondern dass man das dann auch tatsächlich auch in der Praxis anwenden kann. Deswegen kommen wir auch schon dazu. Zum einen, ein paar Punkte, die aus deiner Sicht ganz, ganz wichtig sind zum Thema Ernährung im Fußball. Und dann wäre es super, wenn du uns vielleicht so ein bisschen auf die Reise mitnimmst, auf die Vorbereitung zu einem Spieltag. Ja, also ganz wichtig ist erstmal, das möchte ich in allererster Linie sagen, es gehört zu diesem Thema auch ein Stück weit eine gewisse Lockerheit dazu. Ja, also es bringt mit Sicherheit nichts, da sich 8 Stunden am Tag Gedanken zu machen, wie jetzt ich mich auf einen Spieltag vorbereite, und da müssen es 45 Gramm sein, es dürfen keine 46 Gramm sein. Also ein Stück weit Lockerheit gehört dazu, weil der Fußball
Ja, also die Menschen im Fußball sind prinzipiell erstmal locker auch unterwegs und locker eingestellt, weil sonst tun dir die Spieler nicht folgen. Ja, allgemeine Sachen möchte ich einfach nur sagen, was versteht jemand unter gesunder Ernährung? Und das ist vollkommen unterschiedlich, ist meine Erfahrung mit den vielen hundert Menschen, die ich die letzten Jahre betreut habe. Also normal bedeutet für den einen oder anderen, dass man halt fünfmal in der Woche Nudeln isst. Ja, für den anderen ist es nicht normal. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass eine Spezi und diese ja, zuckerhaltigen Getränke nicht wirklich fördernd sind für Leistung, für Nicht-Verletzungsanfälligkeit. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Denn im Fußball geht es, oder allgemein im Sport, geht es um Entzündungen. Ja? Also es gibt Entzündungen, die jeder Mensch im Körper hat, der eine mehr, der andere weniger. Und da gilt es einfach, diese Flamme ganz flach zu halten oder beziehungsweise sogar zu löschen. Denn man kommt im Spiel, im Training in Situationen, wo einfach Zweikampf, der Innenverteidiger prescht da von hinten an den Stürmer hin und berührt ihn an der Wade ein bisschen unsanft. Da muss sich der Körper wehren, der Muskel wehren und je nachdem, wie widerstandsfähig er ist, ist er verletzt oder nicht. Ja? Also das sind so die allgemeinen Dinge. Es gilt da einfach den Körper, die Flamme so niedrig wie möglich zu halten, dass es kein Waldbrand wird. Und dann ist es auch in Ordnung und dann ist die Verletzungsanfälligkeit einfach ja weniger gegeben. Ja, sie ist immer da, weil ein hartes Foul ist immer ein hartes Foul, aber zumindest nicht bei einer Bewegung, wo man mal eine falsche Bewegung macht, ist man dann nicht gleich 4 Wochen außer Gefecht. Das ist das Allgemeine, ja. Und was immer wieder ich auch sagen werde hier, aber gleich von vornherein das Wichtigste ist, ist Flüssigkeit. Ja, Flüssigkeit, also Wasser. Ich spreche von Wasser, ist das Allerwichtigste. Und da sind es mindestens 30 Milliliter pro Kilo Körpergewicht. Und da kommt es jetzt auch wirklich drauf an. Also ich kann ab der Oberliga nicht mehr von 30 Milliliter pro Kilo Körpergewicht am Tag sprechen, sondern da muss man dann schon, wenn man 80, jetzt kommt es ins Rechnen, also wenn man 80 Kilo wiegt, dann sollte man auf jeden Fall über 3 Liter trinken, obwohl es mehr wie 30 Milliliter sind. Ja. Das ist so das Allgemeine, was jetzt in Bezug auf Ernährung zu beachten ist. Ja, schon mal drei ganz wichtige Punkte, die du ja genannt hast. Ja, zum einen, ja, dass es Zucker nicht gleich Zucker ist, dass Entzündungen im Körper vorherrschen, aber man da natürlich präventiv auch dagegen ankämpfen kann. Und natürlich das Thema Flüssigkeit. Ich glaube, da wirst du jetzt auch ja, in der Begleitung zu einem Spieltag wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen. Deswegen. Ja, nimm uns gerne mal mit. Wir stellen uns vor, es ist Freitagabend, Samstag 15:30 Uhr ist Anpfiff. Ich bin Fußballer und möchte mich optimal auf mein Spiel morgen vorbereiten. Wie gehe ich die Sache an? Da sieht man, da bist du in der Bundesliga unterwegs. Wir spielen immer sonntags in der Landesliga, aber wir spielen Samstag, da gehe ich mit. Wir sind Freitagabend. Da bleiben wir doch da, gleich dort, dass wir nicht mit den Themen hin und her springen. Thema Wasser. Also, was gibt es auch für den Otto-Normalverbraucher, ohne großartig irgendwas im Laden einkaufen zu gehen? Was gibt es hier für Möglichkeiten, seinen Elektrolythaushalt erstmal zu füllen? Was meine ich damit? Elektrolythaushalt bedeutet ja, dass wenn wir schwitzen, wenn wir Wasser verlieren, dann verlieren wir auch wichtige Elektrolyte. Und wenn man da nicht gut aufgehoben ist oder wenn man da nicht die gut befüllt hat, dann führt es ganz schnell zu Krämpfen. Vielleicht habt ihr es auch mal gesehen, wenn sie sich dann hier auf den Boden krümmen und dann kommt jemand und der drückt so runter, das ist ein Krampf. Ja? Und der kommt ganz oft zustande, wenn man einfach zu, wenn der Elektrolythaushalt nahezu bei null ist. Ja, ist ganz oft natürlich so, wenn man nicht fit ist, wenn man jetzt 2 Wochen nicht trainiert hat und dann 90 Minuten in die Belastung geht. Und da gibt es einen ganz, ganz arg guten Trick, ob man jetzt fit ist oder nicht, das sollte man immer tun. Nimm einfach 1 Liter Wasser in eine Flasche und nimm eine Prise Salz. Ja, und die dann schütteln und dann verteilst du das und trinkst du das bis in den nächsten Morgen. Beziehungsweise das kannst du eigentlich bis zum Anpfiff kannst du das Ganze machen. Und somit hast du schon mal diesen wichtigen Punkt erfüllt. Und dann natürlich Magnesium, das ist natürlich auch ein ganz arg wichtiger Punkt.
Das sind wir aber auch dann gleich. Wir kommen ja dann noch viel, viel später noch zu anderen Dingen, aber das muss ich jetzt schon bringen, Nino, weil das einfach in der Spielvorbereitung auch wichtig ist. Magnesium kurz vor dem Spiel oder während dem Spiel zu nehmen, das bringt so viel wie, was weiß ich, ein Mandel mit in die Wüste zu nehmen, ja. Brauchst du nicht, ja. Das bringt nur Durchfall. Das kommt dem Körper nicht an. Man muss einen Magnesiumhaushalt pflegen und zwar Tag für Tag. Und einen Tag vorher kann man da definitiv nochmal eine Prise mehr geben, aber nicht kurz vor dem Spiel oder im Spiel. So, jetzt gehen wir zum zweiten Punkt, weil den kann man im Nachhinein ja nicht mehr erfüllen. Und das sind 8 Stunden Schlaf. Also wenn du, ich sage jetzt mal so um 11, halb 12 ins Bett gehst, dann ist es im Endeffekt optimal, weil dann schläfst du deine 8 Stunden, ja, also halbe Stunde hin oder her, ist dann schon in Ordnung, aber weniger wie 7 sollten es auf jeden Fall nicht sein. Warum sage ich das? Also ich denke, die Profis sind da kontrolliert, aber ich weiß nicht, ob ein Regionalliga- oder ein Oberliga-Verbandsligaspieler oder Landesligaspieler da kontrolliert ist. Also wir waren ja selber auch jung, Nino, und wir haben das alles auch durchgemacht. Also wenn man mal bis um 3, 4 in der Disse war und dann ein Auswärtsspiel beim SC Freiburg oder irgendwo hat, darf jetzt nur nicht zu viel erzählen, und schläft da 3 Stunden und spielt dann, macht ein überragendes Spiel, dann bedeutet das nicht, dass man in der Vorbereitung alles richtig gemacht hat, sondern dass du einfach nicht bestraft wurdest. Ja? Also es kann nicht die Regel sein, dass man weniger wie 6 oder 7 Stunden schläft vor einem Spieltag. Das ist ganz arg wichtig. Und dann ist es wichtig, dass man mindestens, aber da sind wir ja schon beim Frühstück und Mittagessen, sind wir ja schon viel, viel früher dran, mindestens 3, 4 Stunden vor der Belastung wach ist, weil ich kann dann sonst keine hundertprozentige Leistung bringen. So, ansonsten abends gilt es dann, die Glykogenspeicher, also sprich die sogenannten Kohlenhydratspeicher, die ihr vielleicht kennt, zu füllen. Das ist wichtig, weil das ist unsere Energiequelle. Ja, es gibt zwei Energiequellen, einmal die Kohlenhydrate und einmal die Fette. Und ich kriege schneller Energie aus den Kohlenhydraten. Ja? Ich kann vielleicht mir Gedanken machen, wenn ich keinen Spieltag habe, wenn ich kein wichtiges Training habe, dass ich da dem Fett und dem Protein ein bisschen mehr Wichtigkeit gebe, aber ja nicht am Spieltag. Ja? Je nachdem, wie dein Schalter, ja, dein Fettstoffwechselschalter und Kohlenhydratstoffwechselschalter trainiert ist, kann er die Leistung abrufen. Wenn er aber keine Kohlenhydrate oder die Glykogenspeicher nicht gefüllt sind, dann wird es ziemlich eng mit Leistung, ziemlich schnell. Also 30. Minute, 60. Minute, 70. Minute. Und dann kann man das Spiel in der Schlussphase definitiv auch aus der Hand geben. Ja. Wie macht man das Ganze? Man kriegt zum Beispiel mit Kartoffeln oder gar Süßkartoffeln, kriegt man dann durch die Stärke, ja, und durch die Ruhe auch, das wirkt ein bisschen ruhig auch auf den Magen. Das ist immer ganz arg wichtig. 24 Stunden vor dem Spiel sollte man auf jeden Fall dem Magen eine Ruhe geben und auch dem Darm eine Ruhe geben. Und ich kann da die Kohlenhydratspeicher richtig gut befüllen. Abends ist es auch wichtig, dass man dann Gemüse gibt, also abends Gemüse essen, also gekochtes Gemüse, kein Rohkost, dass der Körper nachts auch regenerieren kann und nicht irgendwie Probleme hat, viel zu verdauen. Das kennt man ja, der eine oder andere weiß ja, dass man Salat nicht wirklich abends essen sollte. Und da ist es natürlich gut, wenn man zum Beispiel ein Brokkoli isst, ja. Also man darf sich da merken, da gibt es auch eine Ampelfunktion. Also grünes Gemüse hat ein bisschen weniger Kohlenhydrate, gelbes ist in der Mitte und rotes Gemüse ist immer ein bisschen kohlenhydratlastiger. Was jetzt hier zum Beispiel kein Thema wäre, also eine rote Paprika zu essen, rote Beete, ja, also durch das Nitratgehalt und durch die ganzen ja, Nährstoffe, die rote Beete hat, B-Vitamine und so weiter, ist es fast schon ein Superfood. Ja, das ist kann man machen und was man natürlich dann auch machen kann, man kann nochmal für Eiweiß sorgen, also sprich ein magerer Fisch. Es kann aber auch ein Abend davor noch nicht unbedingt der magere sein, es kann auch mal ein Lachs sein, weil wir haben ja noch genügend Zeit bis zum Spiel. Ja? Also da sorgen wir praktisch für Eiweiß und Fett ein bisschen, indem wir einen Fisch geben, vielleicht ein Hähnchen, eine Pute, Gemüse und als Beilage würde ich sagen,
ist die Kartoffel bzw. die Süßkartoffel, vielleicht ein bisschen Reis, ist da ganz gut, ja. Nee, sehr gut. Ja, dass die Vorbereitung da schon auf jeden Fall am Tag davor beginnt und nicht erst am Spieltag direkt. Ja, das ist der größte Trugschluss. Also man meint immer, selbst beim Frühstück, also ich kenne ja meine Jungs da, wie sie dann argumentieren und die Prioritäten legen. Und meistens liegt es einfach daran, dass die Infos nicht da sind oder die Wichtigkeit einfach nicht erkannt wird. Aber wenn man da am Abend davor sich einfach falsch verhält, dann ist einfach das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen, ja. Okay, dann gehen wir mal davon aus, wir haben uns vorbildlich gut ernährt, am Abend davor 8 Stunden geschlafen, haben unser Wasser mit der Prise Salz getrunken, haben noch Magnesium zugeführt. Jetzt wache ich ausgeschlafen auf und ja, werde dann wahrscheinlich frühstücken. Was steht da auf meinem Plan? Da bist du dann gut vorbereitet schon und dann beginnst du auf jeden Fall einen Tag mal mit einem Glas Wasser. Also das Erste, was du machst, ist erstmal deinem Körper Wasser zu geben, ein schönes Glas, ein großes Glas. Bitte auch aufpassen beim Wasser, dass man nicht zu viel auf einmal trinkt. Also der Körper kann in der Stunde, oh, das muss ich jetzt natürlich auswendig sagen, so 300, 400 Milliliter aufnehmen. Also es bringt überhaupt gar nichts, wenn ihr Spieler zum Beispiel seht, die da sich an der Flasche ein Liter auf einmal reinhauen, das funktioniert gar nicht, weil das schwitzt du alles komplett wieder raus. Das habt ihr vielleicht auch gemerkt, nach einem Waldlauf oder nach einem Training, wenn ihr zu viel auf einmal trinkt, dann schwitzt ihr nach, ja. Und das liegt daran, dass der Körper das gar nicht alles aufnehmen kann, sondern er nimmt ein bisschen was auf und den Rest schmeißt er raus. Also schön verteilen, ja. Und wir beginnen immer mit einem Glas. Jetzt ist es so, dass ich beim Frühstück oder am Spieltag gibt es eine ganz, ganz große Regel. Bitte wenig bis gar kein Fett zu sich nehmen, weil das mit der Verdauungszeit zu tun hat. Ja, in dem Moment, wo der Darm viel Arbeit hat, ja, also der Darm ist ja mit das, glaube das größte Organ im Körper. Und wenn der Arbeit hat, dann braucht er ganz arg viel Blut, dann braucht er ganz arg viel Energie. Und wenn ich dafür Energie brauche, dann habe ich sie auf dem Platz nicht. Ja? Und von dem her ist es ganz arg wichtig, dass wir hier Dinge essen, die ja ziemlich schnell verdaut werden, die schnell Energie geben. Und da sind die Kohlenhydrate unheimlich gut. Und deswegen würde ich beim Frühstück auf jeden Fall Obst reinpacken. Beginnend auch schön mit einem hundertprozentigen Orangensaft, am besten frisch gepresst, je nach Jahreszeit. Also ist natürlich dann auch davon immer abhängig. Aber ein frisch gepresster Orangensaft, da hat man schon ziemlich gut was gegeben. Also ich glaube, so 100 Milliliter haben ja schon 10, 12, 13 Kohlenhydrate. Also das sind wir schon ziemlich weit. Dann kann man da also ich bin nicht so der Freund so von der Milch, ja, deswegen kann man da schön mit einem Quark arbeiten, mit einem Magerquark. Man kann aber auch mit einer Mandelmilch oder mit einer Hafermilch arbeiten und hier dann Dinkelflocken, ja, geben, also oder Haferflocken gehen auch, aber ich jetzt arbeite mal am Optimum, die Dinkelflocken geben. Und ja, was ist bei den Dinkelflocken ähnlich wie bei der Banane drin? Also hier ist jetzt die Banane drin, liebe Leute, nicht irgendwie kurz vor dem Spiel oder im Spiel, da ist sie klebrig, das bringt nichts, die braucht viel zu lange, sondern die hat auch Kieselsäure. Ja, also Kieselsäure ist genauso wie die Hafer- und Dinkelflocken sehr, sehr wichtig für die Schmierstoffe, für alles, was so praktisch an den Muskeln klebt und für ganz arg viele andere Dinge. Ein bisschen Eiweiß ist drin, Kohlenhydrate natürlich drin. Also das würde ich definitiv da auch machen. Wenn man dann natürlich ein paar Sonnenblumenkerne noch reinmischt, da ist nochmal Magnesium drin. Genauso würde ich immer 2 Teelöffel Kakao auch mit reinmischen. Ganz arg viele Flavonoide bzw. Pflanzenbegleitstoffe, aber auch Magnesium ganz arg viel drin. Und dann hat man da schon einen richtig coolen Mix, ja, oder eine schöne Pampe, ja, ein selbstgemachtes Müsli, ja, also Müsli gekauft würde ich immer abraten, weil da immer Zucker drin ist. Ich würde mir das Müsli immer selber machen. Genau. Was man auch machen kann,
Wenn es dann aber nicht so viel ist, natürlich kann man sich auch ein schönes Rührei machen. Ja, also ich denke, wenn jetzt die Fußballer, die Spieler im Hotel morgens sind und es gibt ein Rührei oder ein weich gekochtes Ei, also es ist am besten verdaulich. Also da gibt es eine Abstufung. Weich gekochtes Ei wird am besten verdaut. Hart gekochtes Ei, Spiegelei und dann Rührei. Ja. Beim Ei bitte darauf achten, dass hier wir wirklich von absoluter Qualität sprechen. Ja, weil das Ei hat ja so praktisch den Cholingehalt, ja, also, und wichtige Fette und so weiter und so fort. Wenn aber das Ei oder das Tier nicht gut behandelt worden ist, nicht genügend Freilauf hatte, dann ist das Ei auch von der Qualität her nicht so gut und es kommen die Dinge auch beim Körper nicht so an, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja, dann hat es zwar vielleicht einen Placebo-Effekt. Aber weil man meint, man isst was Gutes, aber es ist tatsächlich nicht so. Also beim Ei ist es ganz arg wichtig, dass wir hier von Qualität sprechen. Genau. Okay, wenn ich jetzt Immer. an das Ei denke, dann würde die meisten ja ein Brot mit Butter dazu nehmen oder ein Toast. Also das wäre dann in dem Fall lieber wegzulassen. Ja, also du kannst immer mit dem Dinkel Vollkornbrot, also das Vollkorn ist wichtig, weil hier der Blutzuckerspiegel schön stabil gelassen wird. Das darfst du schon auch machen. Ich bin ein Verfechter vom Knäckebrot. Also da gibt es einen Tipp von mir, auch ohne Werbung, aber ist halt so, ich muss ja irgendeinen Namen nennen, das Fincrisp, ja, das hat so eine rote Schachtel. Das finde ich super, weil man da einfach dann entscheiden kann, pass auf, dann nehme ich dann zwei oder drei, weil es ein bisschen weniger Kohlenhydrate hat. Genau, also das ist in Ordnung. Wichtig ist halt immer, dass das mit drin ist und dass der Blutzuckerspiegel halt stabil bleibt. Genau, hier ist es auch noch in Ordnung, wenn ich um 9 oder so, 8:30 frühstücke und das Spiel beginnt erst um 15 Uhr, dann habe ich noch 6, 7 Stunden. Also der Verdauungsprozess ist zum Spielbeginn ja abgeschlossen. Was ich noch sagen will, ganz kurz, ist mit dem Wasser. Also ich würde dann zum Essen nichts trinken. Also ich würde wirklich gucken, dass ich so eine halbe Stunde vor dem Essen und eine halbe Stunde nach dem Essen, Pi mal Daumen, nagelt mich nicht fest, nichts trinke, weil das ist ganz einfach. Wenn ich Wasser dazugebe oder viel Wasser dazugebe, ich spreche jetzt nicht von irgendwie einem kleinen Glas oder so, dann wird ja das Material, das praktisch verdaut werden muss, wird ja mehr. Und das bedeutet, die Aufgabe vom Darm wird erschwert. Ja? Also trinken ist das eine und essen ist das andere. Haben wir gefrühstückt und ja, dann ist ja wahrscheinlich dann irgendwie Vormittag, man bereitet sich auf den Spieltag vor, man packt seine Sachen und fährt dann ab zum Spiel. Muss man irgendwas noch mit in die Tasche packen? Und wie geht es dann weiter? Treffpunkt etc. Ja, bin ich schon gespannt drauf. Ja, also Treffpunkt ist ja, wenn wir 15 Uhr spielen oder sagen wir mal 15:30 Uhr, ist der Treffpunkt 1,5, 2 Stunden vorher. Also haben wir ja dann schon so 3 Stunden, 3,5 Stunden, 4 Stunden vorher die Möglichkeit, nochmal zu essen. Jetzt kommt es natürlich ganz darauf an, nochmal, also nagelt mich nicht fest oder ihr müsst eure eigenen Entscheidungen treffen. Wenn ihr jetzt gut gefrühstückt habt, dann wird natürlich das Mittagessen dann eher noch zu einem Snack oder ihr könnt morgens nicht so viel essen. Und wollt dann 4 Stunden vor dem Spiel es nicht nur einen Snack haben, sondern ein bisschen mehr. Wichtig ist jetzt hier, also Fett, großartiges Fett hat hier jetzt keinen Platz mehr. Also nicht irgendwie auch Olivenöl noch oben auf das Gemüse oder so machen, sondern hier ist es jetzt wichtig, wenn man vorher schon gut gearbeitet hat, ist der Druck hier auch nicht mehr so groß, die Glykogenspeicher zu füllen, weil die sind ja schon voll und ich habe jetzt keine Leistung gebracht. Deswegen sind die auch immer noch voll. Aber hier würde ich vielleicht auch nochmal ein Reis nehmen, dass ich Kohlenhydrate habe, auch nochmal die Süßkartoffel, Kartoffel. Wenn ich hier schon den Milchreis nehmen will, kann ich das gerne machen. Wichtig ist, dass es einfach beruhigend ist, ja, dass es einen ruhigen Magen macht und dass die Verdauungszeit von dem Ganzen maximal 1 Stunde, 1,5 ist. Und es ist bei Kohlenhydraten ist es ja gegeben. In dem Moment, wo dann zu viel Eiweiß drin ist und vor allem Fett drin ist, dann verlängert sich ja die Verdauungszeit. Ja, das ist jetzt ja zum Beispiel beim Abnehmen ist es das ja super, dass man lange satt ist. Und dadurch nicht in diese Geschichte da reinkommt.
Aber hier ist es halt nicht gut, weil hier sonst der Darm einfach Arbeit hat und wie gesagt keine Energie hat. Ja. Was man hier auch machen kann, man kann hier gerne auch die rote Bete, ist ja auch so ein bisschen ein Superfood. Hier wird auch gerne auch rote Bete Saft getrunken. Kann ich auch absolut empfehlen. Und weil hier einfach auch konzentriert das Ganze nochmal reingeht. Wenn man Gemüse isst, dann soll das auf jeden Fall auch Gemüse sein, wo die Zucchini, ja, Brokkoli, das ist das, was so praktisch gut verdaulich ist und wo nicht irgendwie großartig Arbeit macht. Okay, nein, also das sind auch wieder wertvolle Infos. Ja, ich glaube, da kann sich jeder einfach das rauspicken. Ja, zum einen, ja, was ihm gut tut, was ihm auch schmeckt. Vielleicht auch mal nicht direkt an einem Spieltag das erste Mal probieren, sondern vielleicht auch mal vor einem Training, weil da ist es dann nicht so schlimm, wenn man es nicht verträgt. Genau, sich da einfach ein bisschen reinfühlen und reinfinden, denke ich. Und dann findet man für sich selbst die optimale Lösung. Ja, vielleicht auch mal anstatt Reis mal ein Couscous oder ich möchte halt schon auch sagen, ich bin ja Italiener, ich meine, komme ich ja in Teufelsküche. Natürlich liebe ich die Nudeln, liebe ich die Pasta, ja. Es ist aber ein absolutes, es hat eine Weizennudel, hat jetzt an einem Spieltag oder einen Tag davor nichts zu suchen. Also wenn, dann soll es dann maximal die Dinkel-Vollkornnudeln sein. Das kann man dann schon, aber wenn ich keinen Druck habe, die Glykogenspeicher noch unbedingt füllen zu müssen, weil ich sie schon gut gefüllt habe am Abend davor und am Morgen, dann muss das nicht sein. Das möchte ich an der Stelle schon sagen, weil der ganze Vortrag ohne Nudeln, da würden sich die einen oder anderen vielleicht auch wundern, obwohl das eigentlich auch einige Profivereine komplett ohne Nudeln machen, ja. Wir haben jetzt schon einiges ja, mitbekommen, was man da machen kann in Bezug auf die Vorbereitung aufs Spiel. Ich würde vorschlagen, wir machen an der Stelle einen Cut. Ja, ich glaube, das muss man auch erstmal sacken lassen. Ja, vielleicht sich die Infos nochmal ziehen, rausschreiben. Ja, wie gesagt, jeder hat da seinen eigenen Weg, seinen eigenen Geschmack auch. Aber wenn man da die optimale Lösung gefunden hat, dann glaube ich, ist man schon mal sehr, sehr gut vorbereitet. Im zweiten Teil, ja, fangen wir oder gehen wir näher zum Spiel. Ja, das heißt, was esse ich ja, während dem Spiel, was esse ich vielleicht in der Halbzeit, was kann ich direkt nach dem Spiel machen? Und ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz spannender und wichtiger Teil, den viele von uns interessieren. Deswegen schaltet auf jeden Fall rüber auf den Kanal von Giuseppe. Ja, den werden wir natürlich auch verlinken. Und dann wünsche ich viel Spaß bei Teil 2.